Unser heutiges Interview der Woche dürfen wir mit Walter Schaffer führen. Herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass du heute auch die Zeit für unser Gespräch gefunden hast. Danke ebenfalls. Walter, Mandu, Your Lifestyle Workout, wurde ja bereits vor 3 Jahren, glaube ich, von Toni Klein gegründet. Es ist ein Franchise-System. Was genau verbirgt sich jetzt aber hinter Mandu und wie bist du auf Mandu aufmerksam geworden? Also hinter Mandu verbirgt sich ein Ganzkörper-Hightech-EMS-Training, das heißt mit Elektromuskelstimulanz, und das Ganze wird unterstützt von einem Personal Coach. Wie hast du Mandu kennengelernt? Es ist so, dass ich schon seit Jahren mit Mandu also Erfahrung gemacht habe und da bereits 2009 auf der FIBO in Essen war und da mal geschaut habe, wie das Ganze funktioniert, und seitdem bin ich immer da dabei gewesen. Und der Begründer von Mandu, der Toni Klein, ist immer ein sehr, sehr guter Freund von mir und deswegen bin ich immer in Kontakt geblieben und jetzt habe ich mich entschieden, da auch in Judenburg was zu machen. Es wird gerade kräftig umgebaut. Wann legt ihr jetzt in Judenburg los? Also Start wird sein am 11. Februar, das heißt, ab sofort sind auch Termine bereits buchbar übers Internet unter www.mandu.at beziehungsweise über die Hotline 0800 400 000 kann jeder bereits jetzt seinen Termin ausmachen. Wenn wir jetzt ein bisschen Mandu mit normalen Sportarten vergleichen, was ist jetzt so besonders daran? Also das Besondere ist der geringe Zeitaufwand. Das heißt, dass ich mit einer halben Stunde Termin, das heißt, das Training selber dauert nur 15 Minuten, denselben Effekt habe wie 3 Stunden in der Kraftkammer. Und das ist das Besondere daran. Das heißt, gerade in unserer Zeit, wo die Leute einfach wenig Zeit haben oder teilweise auch vielleicht nicht quasi wirklich Lust im Studio zu trainieren, können sie sich in kurzer Zeit wirklich gut in Form bringen. Und das ist das Tolle am Mandu-Training. Wie oft muss man dann Mandu machen und ist das für jedermann geeignet? Also das Training passiert einmal in der Woche, das heißt einmal 15 Minuten in der Woche, weil wir gesagt haben, es muss irgendwas sein, was man wirklich dauerhaft auch durchhält. Und mit dem einmal in der Woche, das zeigen auch die Studien, hat man eben einen sehr, sehr großen Erfolg. Das heißt, kurze Zeit, viel Erfolg und einmal in der Woche ist genug. Das heißt, ich kann jetzt quasi mein Leben normal weiterführen, kann essen, was ich will und komme dann einmal in der Woche zu euch und ihr macht mich schlank, oder wie geht das? Das wäre natürlich schön. Wundermittel ist es natürlich keins. Das heißt, es wird natürlich besser funktionieren, wenn man auch von der Ernährungsseite ein bisschen was macht, dass man da schaut, dass man sich einigermaßen vernünftig ernährt, sage ich. Dass man natürlich auch sich bewegt an der frischen Luft. Aber gerade bei uns ist es natürlich besonders zu empfehlen, dass man das Ausdauertraining draußen macht. Das heißt, wir sagen einmal in der Woche Krafttraining, das passiert im Mandu, und alles Weitere draußen. Das heißt, am Wochenende mit der Familie draußen spazieren gehen, laufen gehen. Gott, wir haben wunderbare Natur und da sagen wir, das notwendige Krafttraining hier und alles andere draußen, das was Spaß macht. Nachdem du gesagt hast, das passiert wie so ein Personal Training, ist das dann wirklich gezielt, dass ihr auch Tipps gebt, was jetzt Ernährung betrifft? Gibt es einen eigenen Ernährungsplan? Ja, wir geben Tipps bezüglich Ernährung. Wir haben da auch eine Expertin in Sachen Ernährung bei uns mit im Boot. Das heißt, jeder, der da dementsprechend Probleme hat oder vielleicht irgendwas verändern möchte, der wird von uns natürlich persönlich auch betreut. Und das ist alles, sind Programme, die sich relativ leicht ins Alltagsleben hineinfügen lassen. Das heißt, das ist ja das Wichtige dabei, dass man irgendwas anbietet, was die Leute auch dauerhaft machen können. Und das bringt mir jetzt nichts, wenn ich sage, du musst 3-mal in der Woche Krafttraining machen, dann gehst du noch 2-mal laufen, dann machst du noch 2 Dehneinheiten. Das ist für die meisten einfach zu viel. Und wir wollen eben wirklich in kurzer Zeit viel erreichen und mit der persönlichen Unterstützung dabei. Wenn du dann sagst, in kurzer Zeit viel erreichen, ab wie vielen Einheiten kann man sagen, ist es dann wirklich sichtbar, Erfolge? Naja, wenn man die Ernährung dazu bringt und vielleicht auch von der Ausdauer her ein bisschen was verändert, dann wird man schon nach 5, 6 Einheiten eine Verbesserung erfahren. Und wir trauen uns, das Ganze auch zu dokumentieren. Das heißt, wir messen unsere Kunden mit einer ganz einer neuen Technik, mit Bioimpedanzanalyse. Das heißt, wo wir sehen, nicht nur die Zusammensetzung vom Körperfett, sondern auch das Organfett wird geschaut, ob es da irgendwo vielleicht was gibt, wo zu viel ist, was dann auf ein Herzinfarktrisiko und ähnliche Erkrankungen hindeutet. Das heißt, dass wir wirklich sagen, pass auf, da ist irgendwas zu tun, und nach wenigen Wochen werden die Leute dann auch merken, aha, da habe ich mich verbessert im Kraftbereich, vielleicht ist der Fettanteil ein bisschen zurückgegangen, und wir trauen uns da wirklich was anzubieten, wo die Kunden sagen, okay, ich habe eine Eingangsmessung, nach einem Vierteljahr wird wieder kontrolliert, und so schließt sich eben
bei uns dieser Kreis. Klingt ja sehr spannend. Jetzt ist noch die Frage, ist das leistbar? Naja, wenn man sich einmal überlegt, was ein Personal Coaching kostet, also ich sage einmal zwischen 60 und 100 Euro die Stunde, und wenn man schon trainiert, wäre gut, dass man sagt, ja, 3-4 Stunden in der Woche, gut, jedes Mal kann ich mir keinen Personal Coach leisten, dann wäre das im Monat wirklich sehr, sehr viel Geld. Und wir sagen, mit dem Training in der Woche, da kommen wir auf einen Tarif von 25 Euro pro Training. Das heißt, Personal Coaching in einer leistbaren Form, wo die Leute auch dementsprechend Erfolg haben. Sport ist ja für dich immer schon ein sehr wichtiger Bestandteil. Du hast ja nicht nur Sportwissenschaften studiert, es gibt ja auch die Firma FIVO, bewusst zu mehr Gesundheit, seit einigen Jahren. Was steckt da dahinter? Mit der Firma FIVO, das heißt Firma für Wohlbefinden, da betreuen wir in ganz Österreich Kunden, hauptsächlich in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Wir bieten Vorträge an im Ernährungsbereich, natürlich auch im Körpergerechten Arbeiten, das heißt Ergonomie am Arbeitsplatz, je nachdem in welcher Berufsgruppe jemand tätig ist, dass man sagt, du, pass auf beim Heben, dass du nicht alles aus dem Kreuz raushebst, dass du ein bisschen aus den Beinen was machst. Das heißt, wir schauen einfach, wie schaut der Arbeitsplatz aus, wie könnten das die Leute am besten umsetzen, sodass da dementsprechend der Rücken geschont wird und dass ich nicht dauernd so eine Haltung habe, zum Beispiel am Schreibtisch oder so. Das heißt, Tipps wirklich für die Arbeit, und das Ganze kombiniert natürlich mit Ernährungsvorträgen, mit Muskelfunktionstests, also alles, was so im Bereich Gesundheit eben gefragt ist. Also Sport bestimmt eigentlich dein Leben, kann man so sagen. Ist es auch der Bereich, wo du selbst jetzt Kraft und Energie tankst, oder gibt es vielleicht noch andere Hobbys, denen du ganz besonders gerne nachgehst? Ja, Sport gehört für mich natürlich dazu, also übe sehr viele Sportarten selbst aus, aber ein großer Bereich für mich, wo ich Energie tanke, das ist das Reisen. Also ich versuche da immer einmal im Jahr irgendwo weiter wegzukommen und mir eben die Welt anzuschauen und da mit meiner Partnerin gemeinsam die Welt zu erkunden, und da schöpfe ich viel Kraft daraus. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt und wir kommen zu unserem Kanal 3 Fragebogen. Glücklich bin ich, wenn? Wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mein Leben ist? Geprägt von Sport, von Arbeit und von Familie. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne einmal Mandu trainieren. Puh, da gibt es natürlich einige. Ich würde sagen, was mir jetzt spontan einfällt, das wäre der Olympiasieger, der Usain Bolt, der bereits EMS-Training macht, aber den würde ich natürlich gerne auch persönlich einmal coachen. Und zum Schluss, für meine Zukunft wünsche ich mir? Ich wünsche mir viel Erfolg, dass viele Leute hierher kommen, dass das angenommen wird, dass die Leute sehen, dass da was passiert und dass ich gesund bleibt und dass in der Familie alles funktioniert. Okay, das wünschen auch wir dir. Sagen viel Erfolg mit Mandu und dass du durchstartest hier in Jürgenburg. Vielen Dank. Ja.